Erev Shabbat Shalom. Einen reichen Bauunternehmen besuchten einen seinen größten Bauprojekte. Leider hatte Duat beim Bausicherheit gefällt und er rutschte in einen Grube rein. Natürlich eilten die Mitarbeiter zu ihm zu Hilfe. Und einer der Mitarbeiter sagte ihm sofort: Gib mir bitte deine Hand, ich helfe dir aus dem Grube rauszukommen. Aber der reagiert nicht. Dann heilte den Bauleiter vor Ort. Der macht sich großen Gedanken und große Sorge über seinen Chef und sagte: Chef, gib mir bitte deine Hand, ich helfe dir aus dem Grube rauszukommen. Aber der reagiert auch nicht. Seine Frau, die daneben stand und sah die Situation, macht sich große Gedanken über ihren Mann und heilte zum Grube und sagte: David, gib bitte deine Hand, die Leute werden dir helfen, aus dem Grube rauszukommen. Der reagiert aber weiter nicht. Die Leute wissen, wenn es ganz schwierig, wenn es komplizierte Lagen, ruft man den Rabbiner an. Die rufen die Rabbiner der Gemeinde an und sagen, das und das passiert. Und der Rabbiner heilt ihn zu Ort. Der Rabbiner geht dorthin, sagte ihm ein paar leisen Worten und der Herr gibt seine Hand und die Leute helfen ihm, aus der Grube rauszukommen. Alle gucken den Rabbiner an und sagten: Herr Rabbiner, Sie sind ein Zadik, Sie sind ein Heiliger, ein gerechtiger Mensch. Wieso haben Sie es geschafft, was Sie alle nicht geschafft haben? Und der Rabbiner sagte zu denen ganz einfach: Ihr habt alle ihm gesagt, gib deine Hand. Kein Mensch möchte uns was geben. Ich habe ihm aber nicht gesagt, gib, sondern ich habe ihm gesagt, hier ist meine Hand. Nimm meine Hand. Und ich helfe dir aus dem Grube raus. Nehmen möchte natürlich jeder. In unseren Parascha, in unserem Wochenabschnitt Re'e, sagte uns die Tora: Du sollst immer deine Hand und deinen Herzen öffnen, wenn jemand deine Hilfe braucht. Ob es Spende oder Kredit oder irgendwas anderes. Deine Hand und dein Herz sollen immer für andere Leute offen sein. Und falls jemand hat sich gewohnt auf einen höheren Lebensstandard, mehr als anderen Menschen, und leider aus irgendwelchen Gründen hat er sein Geld verloren, gibt ihm sogar mehr als die anderen brauchen, weil er für sein Niveau, für seine Gewohnheit, für seinen Lebensstandard brauchte mehr. Sei nicht geizig, gucke nicht genau hin, sondern es hilft, soweit du kannst, und in manchen Situationen sogar mehr als das, was du kannst. Diesen Schabbat, diesen Wochenabschnitt, lesen wir immer, entweder am Rosh Chodesh, also im ersten Tag im Monat Elul, den letzten Monat im jüdischen Kalender, oder am Schabbat Mevarchim, am Schabbat vor beginnt dem Monat Elul. In diesem Monat schreibt uns dem Rambam der Maimonides: Vorbereiten wir uns zum Rosh Hashanah und Yom Kippur, indem wir Tshuva, Rückkehr zu Gott machen, indem wir Tfilah zum Gott mehr beten und indem wir viel mehr Tzedakah, Hilfe und Spenden leisten. Unseren Weisen erklären, dass die Spende und die Tzedakah und die Hilfe haben eine ganz besondere Bedeutung, gerade in dieser Zeit vor Rosh Hashanah und Yom Kippur. Am Rosh Hashanah und Yom Kippur wird Gott entscheiden, was werden mit jedem von uns nächstes Jahr passiert. Aber da geht es hauptsächlich um physischen, um materiellen, um gesundheitlichen und allen Entscheidungen hier auf dieser Welt. Es geht nicht um Spirituelles, es geht nicht um Geistlichkeiten, es geht um praktische Sachen hier auf dieser Welt. Sagte Gott, so erklären unseren Weisen: Jeder Mensch, der macht meine Welt besser, jeder Mensch, der hilft, dass meine Welt angenehmer und besseren Ort sein für andere Menschen. Jeder, der schaut um, wie kann ich Leben von anderen besser und angenehmer machen, der verdient auch besseren, angenehmer, gesunder und erfolgreiches Leben. Und deshalb sagte uns dem Rambam: Gibt deutlich mehr Spenden,
als du üblich gibst. Tue deutlich mehr für andere Leute. Denke viel mehr über andere Menschen. Wie kann ich tun, damit denen besser geht? Und dann wird Gott dir und deinen Familien sicherlich ein gutes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr geben. Liebe Gott, warte bitte nicht bis Rosh Hashanah und bis Yom Kippur. Gib uns allen, insbesondere die Juden und die Bewohner deines heiligen Landes, Land Israel, eine gute Zeit, eine friedliche Zeit, eine sichere Zeit, eine gesunde Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Und wir werden sicherlich von dir, lieber Gott, ein gutes, gesundes, erfolgreiches, friedliches neues Jahr auch bekommen. Shabbat Shalom.